Wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon aufgefallen, im Supermarkt, beim Gemüseeinkauf oder beim Tanken oder mit einem Blick auf die Strom- oder Gasrechnung. Die Preise steigen und zwar deutlich stärker als in den Jahren zuvor. Inzwischen liegt die Inflation hierzulande bei 2,2%. Eigentlich wäre es jetzt Zeit für die Europäische Zentralbank, so langsam ihre Zinspolitik zu ändern. Also Schritt für Schritt die Zinsen wieder anzuheben. Eigentlich. Die amerikanische Zentralbank hat das heute für die USA beschlossen, eine leichte Zinserhöhung. Und bei uns? Tja, da passiert erstmal nichts. Mit dem großen Nachteil für uns alle, das alltägliche Leben wird immer teurer. Susanne Kromer mit ihren drei Kindern Benedikt 7, Johanna 6 und Xaver 2 Jahre alt beim täglichen Einkauf frischer Lebensmittel. Solange sie es sich noch leisten kann, legt sie Wert auf gesunde Ernährung aus dem Biomarkt. Ich weiß, das ist ein ziemlich großer Posten, der viel verschlingt vom Haushaltsgeld. Sie spürt, dass vieles teurer wird. Ich führe nicht so ganz gut Haushaltsbuch, aber Buttermilch, das glaube ich, ist so das, was ziemlich gestiegen ist. Stimmt Ihr Gefühl? Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass Milchprodukte innerhalb der vergangenen 12 Monate um 2,7% teurer wurden. Wahre Preissprünge gibt es beim Gemüse. Es wurde 21% teurer. Na, komm her. Hallo, grüß Gott. Ich schaue mal, was im Angebot ist. Brot. Ich glaube, das Sonnenblumengrad, oder? Oder Sie haben doch immer das Familienbrot. Das ist leider schon aus, Leute. Die Brotpreise stiegen im vergangenen Jahr nur um 0,4%. Familie Kromer lebt zur Miete in einem Reihenhaus in München. Es sind nicht nur die Lebensmittel, der gesamte Alltag kostet mehr. Der kleine Xaver zum Beispiel braucht Windeln. Bei den Windeln ist es so, die werden versteckt teurer. Da sind dann einfach ein paar Windeln weniger drin in der Packung. Das merkt man nicht sofort. Dann schauen wir jetzt mal nach, was dieses Jahr das Öl kostet. Die letzte Füllung kam vergangenen April. Jetzt müsste Stefan für die gleiche Menge statt 1099 Euro 1312 Euro zahlen. Das sind natürlich wieder 200 Euro mehr. Laut Statistik hat sich Energie am stärksten verteuert. Der Preis für Heizöl kletterte in einem Jahr um 43,8%. Unterm Strich gab es in Deutschland im Februar im Vergleich zum Vorjahr eine Inflation von 2,2%. In Europa kam nach einer Phase der Deflation die Inflation zurück mit 2% Preisanstieg. Und beim Blick ins Sparbuch? Zins, 10. Es wird immer weniger. Das nennt sich Zuwachssparen. Gut 3000 Euro hat Susanne drauf. Das ist vom Jahr 2008. Da gab es noch 22 Euro und ein paar zerquetschte. Und im Jahr 2016 habe ich jetzt noch 31 Cent Zinsen bekommen. Das rentiert sich nicht. Auch für die Finanzbranche rentiert es sich derzeit nicht. Gerade Bausparkassen leiden unter der aktuellen Nullzinspolitik. Das bisherige Geschäftsmodell ist gefährdet. Wenn Geld nichts mehr wert ist, weil es keinen Zins mehr gibt, kann man auch keine großen Erträge erwirtschaften. Deshalb schuf die Bundesregierung ein neues Bausparkassengesetz, um die Situation zu entschärfen. Nun dürfen die Unternehmen auch losgelöst von Bausparern Immobilienkredite vergeben. Und die Gelder der Sparer dürfen sie riskanter in Aktien anlegen und somit mehr Rendite. Doch reicht das, um Kunden zu halten und neue zu bekommen? Um den Menschen Anreize zu geben, für die eigenen Verwende Geld anzusparen, genauso aber auch, um überhaupt Geld längerfristig anzusparen, müsste die staatliche Förderung ausgeweitet werden und vielleicht auch eine Familienkomponente bei der Bauförderung eingeführt werden. Schnellere Abhilfe könnte eine Zinswende der Europäischen Zentralbank EZB bringen. Sie wollte mit der lockeren Geldpolitik die Inflation auf 2% treiben. Die Zielmarke hat sie nun erreicht. Trotzdem hielt EZB-Chef Mario Draghi auch am vergangenen Donnerstag wieder am Nullzins und an massiven Anleihenaufkäufen bis Jahresende fest. Weil Energie die Preise extrem treibt, sieht er die Inflation noch nicht gefestigt. A very substantial degree of monetary accommodation
Es ist noch eine erhebliche geldpolitische Unterstützung erforderlich, um mittelfristig die Inflation anzuheben und zu unterstützen. Das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München teilt Draghis Ansicht nicht. Ich bin eigentlich der Meinung, es wäre an der Zeit, den Fuß ein bisschen vom Gas zu nehmen und zumindest die Anleihenkäufe jetzt langsam herunterzufahren. Jetzt zu sagen, wir ignorieren die Inflation, weil die Energie teuer ist, das ist sicher der falsche Weg. Während die Großen diskutieren, fragt sich Stefan Krumer, ob er die Mehrausgaben mit mehr Lohn wieder ausgleichen kann. Naja, die Lohnerhöhung, die würde man ja dann eigentlich erwarten. Aber die ist halt auch nicht adäquat entsprechend der Inflationsrate, sodass natürlich de facto sicherlich jetzt nicht mehr Geld da ist, ja, sondern wahrscheinlich weniger. Die Löhne sollten die Inflationsrate berücksichtigen und dabei sollte man nicht nach hinten schauen und fragen, wie war im letzten Jahr die Inflation, sondern man sollte die Inflationserwartungen da einbringen. Und wir sehen im Moment, dass das bei einigen Lohnabschlüssen nicht passiert. Das heißt, die Gewerkschaften werden hier wahrscheinlich überrascht. Wenn die Löhne nicht nachziehen, lähmt das nicht nur bei den Kromas den Konsum. Und die Wirtschaft bekommt wieder einen Dämpfer.